Heute ist es endlich soweit. Ich werde nicht nur Basti GLGs Kopf, sondern seinen kompletten Skin aus Eisen, Redstone, Diamant und Netherite-Blöcken nachbauen. Insgesamt sind in dieses Projekt mittlerweile mehr als 30 Stunden Arbeit reingeflossen, weshalb ich mich wirklich extrem über ein Like freuen würde. Es zeigt nicht nur dem Algorithmus, sondern auch mir, dass euch solche kranken Projekte gefallen und motiviert mich, noch weitere zu machen. So, und jetzt starten wir rein ins Video. Yo, Leute, was geht? Nachdem wir letztes Mal diese Eisenfarm gebaut haben und an solchen Kollegen da gestorben sind, ist es heute endlich Zeit, dass wir den Basti-Kopf bzw. einen kompletten Basti-Skin bauen. Hier sind die Materialien, die wir bis jetzt dafür haben. Ich habe nochmal genau nachgerechnet und wir brauchen insgesamt 2 Stacks plus 24 Dia-Blöcke, also 18 Dia-Blöcke benötigen wir noch. Das ist unter anderem eine der Sachen, die wir noch machen müssen, bevor wir den Kopf bauen können. Und davor steht aber noch was anderes an, nämlich möchte ich in das Design von dem Skin noch 2 Beacons mit einbauen und deswegen müssen wir nochmal 2 Wither killen. Dafür wollte ich mir als erstes einmal mein Dia-Schwert auf Netherite upgraden. Da haben wir Looting 3 drauf, da werden wir die Köpfe mit ranholen. Dann, wenn ich schon mal dabei bin, komm, dann mache ich auch nochmal meine beiden Spitzhacken hier, Forto und Silco. Sehr schön. Auf jeden Fall für 2 Wither werden wir 6 Köpfe brauchen und da das manchmal sehr, sehr lange dauern kann, also 6 Köpfe, das wird ein bisschen dauern, werde ich mir davor nochmal ein bisschen was zu essen ranholen bei dem Kollegen hier. Zack, okay, das sollte reichen an Essen. Dann auch ganz wichtig im Nether, dass man genügend Blöcke dabei hat. Und dann hätten wir schon alles zusammen. Ich würde sagen, wir machen uns auf zur Nether-Festung und farmen dort ein paar Köpfe. Ja, lustigerweise hatte ich keine Ahnung, wo auf dieser Welt eine Nether-Festung ist und musste deshalb erstmal ein wenig auf die Suche gehen. Es dauerte keine Minute, da hatte ich auch schon die erste gefunden. Leider spawnte dort kein einziges Wither-Skelett, weshalb ich nicht lange fackelte und direkt weiterflog. Die nächste Festung sah dann auch schon deutlich vielversprechender aus. Okay, nice, die ist sogar relativ groß. Da ist auch das erste Skelett. Komm schon, du bist ein absoluter Gönjamin. Ich predikte, Leute, direkt einen Kopf. Nee, leider nicht. Ja, wir werden sehen, Leute, wie lange das dauern wird, bis ich 3 Köpfe zusammen habe. Ich hoffe echt nicht so krank lange. Aber ja, kannst du nichts machen, ne? Oh, Leute, gönnt euch das mal. Hier ist einfach ein Blaze-Spawner und direkt daneben ist noch einer. Ey, hier kann man vielleicht in Zukunft mal eine coole Farm hinbauen oder sowas. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken hier. Oh, und ich sehe gerade, hier sind sogar 2 Nether-Festungen direkt nebeneinander. Voll nice, dann kann ich voll gut immer zwischen den beiden hin und her fliegen und dann spawnen ein paar mehr Skelette. Ey, warte mal, Leute. Ich habe hier noch eine dritte Festung gefunden. Was? Was geht hier bitte ab? Ey, Leute, gönnt euch mal, was hier passiert ist. Hier ist einfach irgendwie die Lava verbuggt und man kann da drunter durchgehen. Ja, Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mit mir los war, aber ich glaube, ich hatte einfach absolut keinen Bock, Wither-Skelette zu farmen und habe deswegen lauter andere Sachen gemacht. Das ist genau wie in der Schule, wenn man eigentlich für eine Klausur lernen sollte, aber stattdessen lieber einfach irgendetwas anderes macht. Leute, da ist der erste Kopf. Nice. Hat jetzt gar nicht lange gedauert. Sehr gut, Leute. 5 Minuten für den ersten Kopf. Und noch 5 to go. Was? Es hat direkt einfach einer noch eingedroppt. Das waren die ersten Wither-Skelette, die ich nachts gerade eben wieder gesehen habe. Und einfach direkt ein zweiter Kopf. Oh Gott. Oh, nee. Das ist mir ein bisschen knapp hier. Eieiei. Warte mal. Das ist... Nein! Was? Der hat jetzt nicht echt noch einen Kopf gedroppt. Leute, ich check's gerade absolut nicht. Ich habe gerade 3 Köpfe hintereinander bekommen. Also mit so 2 Skeletten dazwischen, aber trotzdem. Was? Wie selten ist das bitte? Ja, und nachdem ich nun am Anfang wirklich absolutes Glück hatte, verließ es mich danach leider auch schon wieder. Und für die nächsten 3 Köpfe dauerte es gefühlt doppelt so lange. Mittlerweile ist schon wieder ein bisschen mehr Zeit vergangen. Das war, glaube ich, nur eine kleine Glückssträhne. Aber vielleicht gönnen die 3 hier ja nochmal. Komm schon. Nope. Der 4. Kopf, Leute, let's go. Und der 5. Kopf, oh mein Gott, sogar echt. Während wir jetzt hier auf den letzten Kopf warten, farme ich mal ein paar Netherbricks, weil ich möchte die auch in den Skin von Basti einarbeiten. Und ja, wir werden ein bisschen was brauchen. Sollte die aber schnell gehen, ich farme einfach ein bisschen was ab und dann hätten wir das auch schon mal. Und zack, das hätten wir. 4 Stacks sollten auf jeden Fall reichen. Jawohl, und alles, was jetzt noch fehlte, war der letzte Wither-Skelett-Kopf. Okay, komm schon, Kollege, du bist der Auserwählte. Einmal bitte deinen Kopf. Jawohl, Leute, ey, endlich. Das hat jetzt so lange gedauert. Die ersten 3 Köpfe gingen so schnell und die letzten 3 haben gefühlt eine Ewigkeit gedauert, wirklich. Aber nichtsdestotrotz, wir haben alles, was wir aus dem Nether brauchen und machen uns wieder zurück zum Portal. Rein da. Boah, Leute, gönnt euch mal die Ausbeute von unserem kleinen Trip. Ey, so viele Knochen, so viel Kohle und die 6 Köpfe. So, Leute, bevor wir den Wither spawnen, wollte ich mir ja nochmal einen neuen Bogen craften. Der ist nämlich im Nether kaputt gegangen. Dann machen wir einmal zack, zack und komm schon, jawohl, Power 4...
und Flamey, ja, ist ganz gut, ne? Infinity wäre halt noch geil. Aber ich sag mal so, jawohl, Pfeile sollten wir eigentlich genug haben. Perfekt. Okay, dann das Soul Sand werden wir brauchen. Eine bessere Chestplate auf jeden Fall, beziehungsweise wir haben ja keine an, aber ich werde dann eine anziehen. Und dann würde ich sagen, bin ich auch schon ready. Wir werden uns tatsächlich mal auf zum Stronghold machen, weil ich habe vor, den einen Wither unterm Endportal zu spawnen, damit wir den da easy auskritten können. Aber Leute, keine Sorge, damit wir ein bisschen mehr Action haben, werde ich natürlich auch einen an der Overworld, beziehungsweise, oh Gott, das war ganz schön hoch, werde ich natürlich auch einen an der Overworld, beziehungsweise in einer Höhle spawnen. Dafür gehen wir jetzt einmal hier zum Portal und dann, ja komm, baue ich mich hier an der Seite ein bisschen runter. Das hätten wir und dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und spawnen den Wither. Und Leute, jetzt gibt es einen extrem epischen Fight. Okay, wir müssen in den Nahkampf jetzt gehen, aber ich glaube, wir machen einfach einmal schnellen Prozess mit ihm und bob, down ist er. Ich trinke noch eine Milch, aber ey, ich habe 1,5 Herzen verloren. Spannung pur, oh mein Gott. Aber ich habe jetzt den ersten Netherstern. Sehr nice, sehr nice. Wir begeben uns auf ins End. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Leute. Ey, ich hatte keine Elytra an. Ich heule wirklich. Eieiei. Okay, huch, kleiner Schock meines Lebens. Wir werden auf jeden Fall den zweiten Wither hier unter dem Portal spawnen. Dafür höhlen wir hier unter erstmal so einen kleinen Raum aus. Zack, zack, zack. So. Dann werden wir einmal 4 Obsidian brauchen. 1, 2, 3, 4. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich glaube, die platziert man jetzt hier. Dann kommt hier das Soul Sand oben drauf. Die 3 Köpfe ran. Und jetzt sollte er irgendwie in diesem Bedrock drinnen stecken. Ich hoffe, das klappt. Jawohl, Leute, sieht sehr gut aus. Jetzt können wir ihn hier entspannt auskritten. Mega easy. Damit haben wir unseren zweiten Netherstern und können ganz entspannt wieder durchs Portal zurück nach Hause. Kleine Quizfrage für zwischendurch. Aus welcher Farbe besteht Bastis Skin am meisten? Jawohl, Leute, richtig rot. Deswegen werde ich auch fleißig rote Wolle für den Skin ranholen müssen. Dafür einmal alle Scheren und dann nochmal Weizen reinballern in die Menge. Was ich auch noch als roten Block benutze, nutzen möchte, ist dieser hier. Red Nether Brick oder irgendwie so heißt der. Und ja, ihr seht, wie man den craften kann. Ich hatte bis vor kurzem keine Ahnung, dass es den gibt. Aber man braucht auf jeden Fall diese Nether Bricks und Nether Warzen dafür. Deswegen hole ich ja immer ein bisschen Netherrack ran. Weil, für alle, die es nicht wissen, man kann den in den Ofen tun und braten. Und was dann rauskommt, sind Nether Bricks. An die sollten wir damit auf jeden Fall schon mal relativ easy kommen. Wovon wir allerdings noch deutlich mehr brauchen, sind die hier. Nether Warzen 52. Das wird leider nicht ausreichen. Aber Leute, keine Sorge, natürlich habe ich einen Plan, wie wir da ein bisschen mehr von bekommen. Als erstes brauchen wir einmal ein bisschen Seelensand dafür. 2 Stacks, das reicht völlig aus. Und ja, so stumpf wie es auch klingt, wir werden einfach ein kleines Feld bauen, die Warzen hier schön drauf anpflanzen. So, und dann werden wir warten. Davor schaue ich nochmal in unsere Eisenfarm. Jawohl, hier ist auch schon wieder fast überall ein Stack drin. Ja, ich begebe mich in meine kleine AFK-Hütte und dann werden wir jetzt ein bisschen Eisen und Netherwarzen nebenbei farmen. Jawohl, Leute, das sind ungefähr 20, 30 Minuten vergangen. Das scheint hier einigermaßen gewachsen zu sein. Ein bisschen was können wir auf jeden Fall schon ernten. Zack. So. Jawohl, das lübt alles. Und dann gehe ich nochmal auf eine zweite und hoffentlich auch auf die letzte AFK-Session. Und jawohl, das sieht doch sehr gut hier aus. Ich denke mal, wir können das einfach alles direkt abbauen. 3 Stacks, das reicht dicke. Dann packen wir das einmal da rein und das Eisen nehmen wir auch mit. Oh, was? Wir haben ja richtig viel sogar. Wir haben jetzt schon legit fast alle Materialien zusammen, die wir für Basti brauchen. Jawohl, als nächstes nahm ich auf jeden Fall die ganzen Netherbricks aus dem Ofen und craftete damit die roten Netherblöcke. 1,5 Stacks haben wir jetzt auch davon, das sollte ausreichen. Und ja, alles was wir jetzt noch benötigen, sind 18 weitere Diablöcke. Beziehungsweise wir haben hier sogar perfekt noch 9 Diamanten drin, da können wir einmal einen weiteren Block draus machen. Und dann brauchen wir nur noch 17 Diablöcke. Ja Leute, und damit wäre es jetzt soweit. Es wird Zeit, dass ich das tue, wovor ich mich die ganze Zeit gedrückt habe. Nämlich, wir werden jetzt nochmal fleißig ein paar Dias farmen gehen. So, ist eigentlich egal, wo ich mich dafür runterbaue. Ich werde es einfach mal hier machen, warum nicht? Oh lol, was Leute, ich habe mich einfach in so eine Unterwasserhöhle hier gebaut. Und hier sind direkt die ersten Dias. Die nehme ich gerne an. 3 Stück, nice. Was? Hier sind sogar direkt noch mehr. Ey, nice. So schnell kann man seine ersten Dias finden. I like. Hey Leute, damit wären wir auf der richtigen Stripmine-Höhe. Und ich würde sagen, ich farm jetzt ein bisschen und ihr gönnt euch die Timelapse. Let's go. Oh mein Gott, Leute, die ersten habe ich jetzt hier mal so schnell gefunden. 13 Dias, ich bin nicht mal 5 Minuten dabei. Kann es bitte weiter so laufen? Kommen wir jetzt aber zu den Fakten, Leute. Nach meinen Rechnungen würde ich für 17 Dia-Blöcke ungefähr 51 Dia-Erze finden müssen, weshalb auch genau das Ziel war, welches ich anstrebte.
Na heiß, Leute, da sind die nächsten Dias. Ah, Leute, ey, hier kommt einfach nichts mehr. Ich baue jetzt schon 20 Minuten ohne einen einzigen Dia. Ich brauche das doch als Motivation, ey. Ich habe hier gerade dicke Flashbacks ans 10 Stunden Dias Farmen. Oh, aber das lässt meine Motivation wieder schön nach oben schießen. Jawohl, 5 Stück. Damit haben wir schon 27. Ey, wir sind schon echt dicht dran an den 51 Dia-Erzen. Oh, Leute, nochmal Dias gefunden? Jawohl, das ist eine dicke Achterader. Und damit kommen wir auf 56 Dia-Erze. Ich würde ja ganz gerne nochmal für einen Stack gehen, damit es auch wirklich sicher ist, dass wir genug Dias haben. Sicher ist sicher. Ich bin auch erst nur eine Stunde am Dias-Farm, deswegen, ja, komm. Die 10 Minuten mehr oder weniger, die machen es jetzt auch nicht aus. Let's go. Wie viel sind es? 8 sogar. Alter, ey, ich habe so einen Luck gerade. Jawohl, Leute, wir haben einen perfekten Stack, ey. Nice. Oh mein Gott, Leute, hier ist Erde. Kommen wir endlich nach draußen? Jawohl, ey, war irgendwie auf dem Berg oder sowas. Ja. Kein Wunder, dass es ewig gedauert hat. So, da wären wir wieder zu Hause. Noch einmal pennen gehen. Und dann müssen wir jetzt nur noch diese Dia-Erze alleine abbauen. Dafür werde ich hier mal einen kleinen Turm draus bauen. Und dann könnt ihr euch die Timelapse gönnen. Okay, Leute, ich habe 2 Stacks und 12 Diamanten. Ich habe hier ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass das nicht ausreichen wird. Nee, das sind nur 15 Diablöcke geworden. Wir brauchen nochmal 13 Diamanten, damit es hier ausreicht. Oh, Leute, ich muss nochmal 13 Diamanten suchen gehen. Ja, ich glaube, ihr hört, dass ich absolut keinen Bock hatte. Aber es hilft ja alles nichts. Meine Aggression ließ sich dann noch an einem ausgebrochenen Eisengolem raus und danach begab ich mich ohne weiteres Zögern zurück in die Mine. So, hier irgendwo hatte ich mich doch gerade runtergebaut, oder? Hier gehen wir einmal wieder nach unten in meinen Strip-Mine-Gang rein. Oh Gott, das ist sehr hoch. Oh mein Gott, das war so wichtig, dass ich den schaffe. Auf jeden Fall, Leute, ich werde jetzt nochmal die letzten 13 Diamanten suchen gehen und dann haben wir endlich alles zusammen, was wir für Basti-Skin brauchen. Let's go. Oh, Dias gefunden. Reicht es schon aus? Nope, nicht ansatzweise. Let's go, Leute. Das sind jetzt aber genug Dias. Oh nein, als ob es ein einziges Erz war. Ey, ich drehe hier noch durch. Ich stand echt kurz vor der Verzweiflung, habe es dann aber doch endlich geschafft, die letzten Dias zu finden, woraufhin ich mich wieder zurück nach Hause machte. Dort scherte ich dann noch einmal die Schafe, womit wir nun auch genug rote Wolle haben. Also Leute, so sieht unsere Kiste mittlerweile aus. Tatsächlich fehlt eine letzte Sache noch, also jetzt wirklich eine wirklich letzte Sache. Nämlich werde ich noch roten Terrakotta brauchen oder wie das heißt. Auf jeden Fall, dafür nehme ich mir hier mal die ganzen Rosen mit. Dann glaube ich ehrlich gesagt, ja, Sand habe ich genug, aber Kies sieht mager aus. Deswegen würde ich sagen, mache ich mal einen Abstecher nach da hinten. Da sollte Kies sein, jawohl. Bisschen was ist hier? Oh nein, ich habe Fortune auf der Schaufel. Bruh. Ja, wir müssen hier, glaube ich, mit einer Eisenschaufel weitermachen. So, 2 Stacks sollten schon reichen. Und dann machen wir hieraus leckeres rotes Concrete Powder. Jawohl, Leute, die 4 Stacks hätten wir jetzt auch. Und jetzt sollten wir wirklich alles haben, was wir zum Bau von Bastis Skin benötigen. Die Netherite-Blöcke dürfen wir nicht vergessen. Davon brauchen wir auch ein paar. 10 sollten ausreichen. Und jetzt, Leute, jetzt geht's wirklich los. Wir brauchen nur noch einen schönen Ort, wo wir Basti hinbauen können. Und dann kommen wir endlich zu dem eigentlichen Sinn von diesem Video. Ey, es hat jetzt so lange gedauert, diese ganzen Materialien ranzuholen. Ich habe, glaube ich, auch schon einen coolen Ort gefunden. Hier sieht's eigentlich echt schick aus. Ich würde sagen, hier ungefähr, wo dieser Baum steht, da werden wir Basti hinbauen. Das wäre es auch schon mit dem gewesen. Und jetzt ist es endlich soweit, Leute. Legt euch zurück und ich sag so oft, aber gönnt euch die Timelapse. Es ist endlich fertig, Leute. Wir haben es geschafft. Ein Basti-GHG aus Eisen, Redstone, Diamant und Netherite-Blöcken steht in unserer Welt und es hat wirklich extrem viel Bock gemacht, dafür zu grinden.
Falls ihr euch nun fragt, wie ich überhaupt an die ganzen Dia- und Netherite-Blöcke dafür gekommen bin, schaut euch unbedingt jetzt das hier angezeigte Video an. Ihr seht dort nicht nur eine extrem krasse Challenge, sondern auch das beste Video auf meinem Kanal. Viel Spaß damit!